Mein Butterbier ist schon fast leer. Ich bin gewappnet. Gewippnet. Gewappnet. Gewappnet kommt von Wappen. Wie das Wappen. Zum, weiß schon. Es ist zwar heute richtig warm und die Sonne scheint, aber okay, ich trage mal meinen Schal. Ich bin nämlich stolze Gryffindor. Die kannst du auch noch aussetzen. Hey, die ist für dich. Ich habe schon eine Brille. Okay, das ist zu viel des Guten. Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder ein neues Video für euch. Es ist ein anderer Hintergrund, es sind andere Gegebenheiten. Wir spielen heute Hogwarts Legacy. Heißt nicht Harry Potter Legacy? Nö, es heißt Hogwarts Legacy. Das. Wir spielen das neue Harry Potter Spiel. Das ist vielleicht ein bisschen komisch für euch. Wir sind halt überhaupt nicht irgendwie so in dem Gaming-Ding drinnen. Sims und Wildlife Park, das sind die einzigen Spiele, die ich ungefähr jemals gespielt habe. Und Star Stable. Oh ja, das macht auch Spaß. Aber wenn ihr uns schon länger guckt, dann wisst ihr, dass wir riesige Harry Potter Fans sind. Und das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Und deshalb testen wir das gemeinsam mit euch. Und ja, mal gucken, ob es den Hype wert ist. Warum ist die jetzt schon? Es fängt an wie die meisten Computerspiele. Wir müssen eine Figur erstellen. Was machen wir denn? Kann man noch die Haare und so ändern? Sind wir auf jeden Fall ein Mädchen. Sie sieht schon mal nett aus. Sie sieht ein bisschen böse aus. Sie sieht auch nett aus. Schauen wir mal, was wir noch ändern können. Ach ja, man kann jetzt eh noch alles ändern. Ah, das ist eh wie bei Sims. Das kenne ich mich aus. Ja gut, da gibt es immer so viel Auswahl. Ich nehme das jetzt mal in die Hand. Du brauchst ja auch die ist hübsch, die will ich lassen. Die ist sehr hübsch. Brille? Ja, nehmen wir. Oh, das ist wie von Dumbledore, die Brille. Die nehmen wir nicht. Wir nehmen die erste, Harry. Auf jeden Fall. Frisur. Vielleicht gibt es ja zwei Buns oder so. Einen Bun gibt es. Zu streng. Bauen wir eigentlich so eine von uns nach oder was ist der Plan? Nö, das wird jetzt einfach so eine Vorzeige-Hogwarts-Schülerin. Also, ich würde sagen, sie ist verwandt mit Familie Weasley und bekommt rote Haare. Okay, dann müssen wir vielleicht erst die Haare aussuchen. Oh, jetzt geht's in Richtung Rot. Und jetzt ist der blond. Oh, lila, blau. Krass, gibt eh alles. Grün, rosa. Also ich bin für rosa. Das ist ein Statement. Die will sich selber bauen. Ich werde hierfür ausgeschlossen. Nein. Guck. Nein, so siehst du ja gar nicht aus. Du hast sogar eine Brille. So. Das sieht doch cool aus. Oh, Vicky. Ich sag die Haarfarbe, du darfst die Frisur aussuchen. Okay. Ach, wie kommen wir jetzt schon zum Streiten? Die Haarfarbe? Aber nicht die Frisur. Ich such die Frisur, hast du die Haarfarbe? Ja, ich glaube schon. Das ist rot. Es ist kein Butterbier, es ist Fanta. Aber Butterbier schmeckt, um ehrlich zu sein, auch nicht so gut. Kann man sie mal drehen? Oh, cute. Also, wenn es dir gefällt, nehmen wir es nicht. Oh, das ist doch süß auch. Ja, dann geht sie gleich auf den Ball. Oh, das dauert ja jetzt schon 100 Stunden. Aber das ist immer so. Man braucht so 3 Stunden, um die Familie zu machen. Und dann hat man keine Lust mehr. Du brauchst 3 Stunden. Ich wäre schon lang fertig. Jetzt habe ich die Haare wieder verfärbt. Okay, warte, so gleich. In 30 Sekunden habe ich es. Ich mag halt Pony. Das ist süß. Willst du das lassen? Ja, das lassen wir jetzt. Narben oder was ist das? Ja. Ja, krass. Und die? Hallo? Hat sie sie schon? Ich sehe nie. Ah, da unten. Ah, jetzt, ja. Ja, okay, das ist ein bisschen wild. Wir brauchen keine Narbe, oder? Also ich würde so ein Vampirbiss nehmen. Sommersprossen. Hier, da waren gerade welche. Oh, süß. Rote Haare, Sommersprossen. Müssen wir machen. Okay, Augenfarbe darfst du wieder entscheiden. Grün. Das war jetzt schon ein bisschen grün oder war das blau? Ist es normal, dass man so in den Computer gucken muss? Es ist so finster. Ich habe schon hellste Helligkeit. Ist das jetzt langsam grün? Das ist grün. Das ist dunkelgrün und das ist hellgrün. Das. Okay, Augenbrauen lassen wir, wie sie sind. Jetzt müssen wir das Haus entscheiden. Entscheiden? Die Schwierigkeit vom Spiel, sollen wir easy, normal oder hart nehmen? Super easy. Jetzt müssen wir einen Namen für sie finden, das musst du sagen. Oh mein Gott! Das muss richtig gut klingen. Ja, warte. Ruby. Ruby für Rubin. Ruby. Und der Nachname? Fairy. Pixie. Nee, ist was, ist ein bisschen, was Adeligeres. Wellenstein. Ruby Wellenstein. Crystal. Ach, das ist so kitschig. Ruby. Sprinkle. Adlerauge. Sprinkle. Ruby Cupcake. Das muss jetzt ein bisschen mystisch sein. Sowas wie Nebelgrau. Forest. Forest Green. Ruby Forest. Okay. Na, ich weiß noch nicht, ob das ist. Ist das die letzte Entscheidung? Ruby Forester. Nein, das hört sich an wie Förster. Ruby. Mann. Ruby Forest Green. Ruby Waldgrün. Das ist schön. Okay, es ist eine Hexe. Und dann können wir jetzt anfangen. Start your journey. Jetzt mal meine Brille auf. Der richtige Moment dafür. Wir heben gleich ab. Wir haben brav geübt und jetzt geht's gleich los. Professor Fig, es ist Professor Feige. Der ist böse. Das sehe ich schon. Jetzt steigen wir ein.
Er hat irgendwas gesehen, was, glaube ich, ihn nicht so glücklich gemacht hat. Wir haben natürlich Geisterpferde. Ist ja logisch. Und eine Eule haben wir auch dabei. Und jetzt fliegen wir los. Ah, wir starten hier in London. Hier ist der Big Ben. Und wir werden von Engeln beobachtet. Dann ist wohl der Böse. Wir haben ein Datum für euch. Für unseren zweiten Comic. Endlich, endlich, endlich. Ihr habt unseren ersten Comic Abenteuer vom Rosenhof, der Funkenfest, so gefeiert. Und natürlich kommt ein zweiter Teil. Ta-ta-ta-ta. Wir haben schon einen Comic vorher von unserem Verlag zugeschickt bekommen. Und er heißt Im Zauberwald. Am 6. März in allen Buchhandlungen. Oder ihr könnt ihn auch schon jetzt vorbestellen in der Infobox. Die Geschichte von Fine und Melody geht weiter. Oh, das dauert ja ewig. So ist das bei Computerspielen. Also echte Gamer sind das gewohnt. Mhm. Wir nicht. Dum, dada, 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 dum, dada. Wir kommen im 5. Jahr erst dazu. Das ist sehr außergewöhnlich. Ah, noch niemand ist vorher so spät nach Hogwarts dazugekommen. Das heißt, wir haben auch noch eine Chance. Wer von euch hat schon mal echtes Butterbier getrunken? Ich habe es schon 2-mal getrunken, weil Sarina immer sagt, oh, das müssen wir kaufen. Dabei schmeckt es gar nicht so lecker. Sie sieht was, was die anderen nicht sehen. Nur sie kann es öffnen. Ups. Hey, ist es gerade da rausgekommen? Nö, ich glaube, der ist, hat gesagt, stopp. Hey, wo kommt der denn jetzt her? Er hat auf jeden Fall die halbe Kutsche im Mund. Oh, oh. Springt. Und jetzt springen sie raus. Und jetzt? Weiß auch nicht. Vielleicht zaubern sie schnell noch so ein Fallschirm. Und er hat das Ding fast verloren. Oh, 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 oh. Der Schlüssel. Gib mir deine Hand. Jetzt haben sind wir gefressen und es ist vorbei. Wir konnten noch gar nichts machen, also dafür haben wir jetzt keine Verantwortung. Cookie! Wir sind gelandet. Sehr gut. Oh. Immer wenn sie wenig Power ist, müssen wir G drücken und dann kriegen wir das. Du merkst dir G für Kraft. Jetzt sind wir in Schottland. Wir wollten doch nur nach Hogwarts. Wir spielen jetzt schon eine halbe Stunde, aber eigentlich haben wir noch nicht gespielt. Nicht runterfallen. Können wir da runterfallen? Kannst du mal probieren? Willst du jetzt die Leben verschwenden? Man kann nicht runterfliegen. Fick, warte auf uns! Oh Gott, hier muss ich jetzt jumpen. Und hoch! Hört sich anstrengend an. Und wann wird's spannend? Ich hab gerade gezaubert. Und jetzt zauber ich an, bis es springt. Ich glaube, nachher muss ich kämpfen. Hey! Da vorne ist noch was. Komm, da klettern die jetzt hoch. Die kann das halt, ne? Wo ist er denn jetzt hin? Ich glaube, wir haben verloren. Also lenken muss ich noch üben. Wo bin ich denn jetzt? Oh nein, wir verlieren den Professor! Also wenn uns echte Gamer zugucken, ich glaube, die kriegen einen... Problem. Wir sind gleich da, hat er gesagt. Ja, wohin wollen wir denn überhaupt? Vicky spielt gerade noch weiter, aber ich will euch gerne was zeigen. Das ist eine riesige Kiste voll mit Harry Potter Zeug. Den hier kennt ihr natürlich schon, den sprechenden Hut. Und ich darf ihn leider nicht nochmal benutzen, weil ihr wisst ja, darf man nur einmal. Mütze, Becher, Pins. Das wird eine kleine Harry Potter Sammlung. Herzlich willkommen, Hedwig. Wir haben übrigens auch schon mal 24 Stunden Leben wie Harry Potter gemacht. Da waren wir am Weihnachtsmarkt und haben einen Brief an Hagrid geschrieben. Und ja, den haben wir wirklich aufgegeben. Leider ist keine Antwort gekommen. Lasst dem Video unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn wir sowas nochmal machen sollen. Jetzt zaubert er was. Oh, jetzt baut er eine Treppe. Ja, ist eh easy, wenn man alles zaubern kann. Kann man da glaubst du runterfliegen? Also bei Super Mario kann man überall runterfliegen. Wir sollen uns jetzt umgucken und schauen, ob irgendwas so aussieht, als würde es hier nicht hingehören. Aber ich würde jetzt dann gerne mal nach Hogwarts kommen. Tja. Ich nehme das jetzt mal in die Hand. Richtig gut. Richtig gut. Ups. Was sind die Tasten noch schnell? Ich muss mal eine gute Einstellung finden. Boom, boom, boom. Juhu. Was ist dahinter? Das sieht schon wieder nur sie. Zauber mal. Aber was machen wir denn jetzt? Gute Frage. Ich glaube nicht mehr, der Professor Fig weiß weiter. Leute, schreibt uns mal, ob wir zu dumm dafür sind. Vielleicht können wir nur nicht ziehen. Pass mal lieber auf, dass du den Professor nicht unabsichtlich umbringst. Jetzt ist es weg. Wir sind drin. Wir sind drin. Da schläft wer. Sind wir es bei Gringotts? Hi! Der glaubt gar nicht, dass wir es bis hierhin geschafft haben. Hi! Moment mal, ich glaube, der hat jetzt was für uns. Bankmann. Hat der jetzt Geld für uns? Ein Schatz? Ist das die Außenstelle? Außenfiliale vielleicht? Wir werden in ein Schließfach gebracht. Oh ja, mit der Bahn wollte ich immer schon mal fahren. Tschu-tschu! Abfahrt! So ein bisschen wie Achterbahn. Hallo! Vicky, komm schnell, wir sehen gleich, was in unserem Schließfach ist. Ja, warte! Okay, lass reingehen. Nicht gut. Und tschüss. Wir müssen jetzt den Spell lernen. Okay, gib alles. Verloren. Achso, ich muss fahren und zugleich, glaube ich. Also, wo? Ah.
Habe ich es geschafft? Aber du warst schon ziemlich schlecht. Du kannst ja gerne den nächsten probieren. Mein Zauberstab! Den habe ich schon gesucht. Den habe ich in London gekauft. Ich habe mich für Harrys entschieden. Kissen, Tasche, noch ein Kissen. Haben wir euch eigentlich schon erzählt, dass Vicky und ich geplant haben, eine Harry Potter Motto Party zu machen? Deswegen haben wir auch so viel Zeug. Ich komme nicht weiter. Ich muss jetzt also eine Statue rausfinden, damit mir passiert nichts. Müsli-Schein. Da ist jetzt so eine Statue und ich kann auch schon einen neuen Zauberspruch. Ich kann schon Lumos, wenn es finster ist, drücke ich die 1 und dann habe ich Licht, ne? Lumos und so. Aber irgendwie weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll. Ich laufe da überall rum und dann steht immer, geh nicht zu weit weg vom Professor Fig. Kein Geheimnis. Vielleicht ist das jetzt der Moment, wo man als Gamer richtig sauer werden sollte und den Computer aus dem Fenster wirft oder so. Ja, solche Videos kenne ich. Aber ich weiß trotzdem nicht, was ich machen soll. Und Licht und Discover, was passiert denn? Oh, wie cool. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich das habe. Das ist eine Passhülle für den Reisepass. Er steht auf. Die Statue steht auf. Noch einer. Eine ganze Armee. Ich komme, ich komme. Protego. Das ist mein Schutzzauber. Kuh. Die gehen auf mich los. Jetzt geht's los mit Kämpfen, Leute. Jetzt kann ich sie abschießen. Ja, jetzt kämpfe ich, Leute. Ich sag's euch. Ich muss die abschießen und ich muss selbst Kuh machen, weil dann bin ich geschützt. Schießen, 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 Kuh. Hui. Okay. Ich mach die alle fertig, ich mach die alle fertig. Ich bin richtig gut. Bin ich zu spät gekommen? Alles gut, alles gut. Ich habe die ganze Armee besiegt. Du bist zu spät. Kommen wir jetzt endlich nach Hogwarts? Irgendwas Schlimmes ist passiert. Ja, aber es ist finster. Leute, ich spiele jetzt auf jeden Fall noch weiter. Lasst einen Daumen nach unten und schreibt unbedingt in die Kommentare, ob ihr einen zweiten Teil sehen wollt, ob ihr sehen wollt, wie es weitergeht. Wie es so läuft bei Ruby, Forest Green und uns. Sollen wir einen Gaming-Kanal machen? Nein. Sarina ist für Nein. Nicht noch ein Kanal, wir haben ja schon zwei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.